Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS22 auf der Elm Creek. So, wir starten wieder. Das schon läuft an und los geht's. Mal gucken, was ich dann so machen kann, bis die Strecke alles wieder soweit ist. Weil ich habe festgestellt, mit dem Feld gewinnt man nie unbedingt einen Blumentopf. Das war auf der anderen Karte. So, Delay. Ich sollte bis heute Nachmittag warten, wenn ich dann hier ein bisschen im MP zocken will. Ich habe noch von meinem Gaming-Team habe ich noch keine Zugangsdaten, weil ich gestern, also das alles so zwar nicht rauskam. Habe ich noch ein bisschen Solo gezockelt. Das war mir am Anfangs erst ganz recht so, um erstmal reinzukommen. Delay. Ist ja richtig viel, was hier runterkommt von dem Hafer. Ob das nächste Stunde gleich mal gucken, wenn wir das Feld runter haben. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich den Drescher so besprochen soll. Ich habe noch keine richtige Halle dafür, das Teil. So. Hinten noch, haben wir so noch stehen, das ist noch Zettel. Im Kreuz, nehmen wir aber fast erstmal mit nochmal. So. Ein Viertel. Ist der bei 8,4 oder etwa? Bei 8,5. Mach mal aus. Ich habe auch schon umgelegt, die Taste, wenn das gestern genervt hat, weil ich die Taste O überhaupt nicht mehr gewohnt war. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Gucke ich mal, ob ich irgendwo eine Flecke finde, wo ich einen Ort, einen Schuppen oder was hinstellen kann.
Oh, gucken wir mal, wo sich das anbieten würde. Gucken, was kostet so. Das war hier unten beim Bauen. Und zwar Hallen. Vorfall, haben wir keine Kohle mehr dafür. Hier so easy cheat reicht zu. Frage, wohin damit? Jetzt muss ich mich erstmal drehen. Ist 440 groß, ach man. Ist nirgends wohin das Teil, das ist viel zu groß. Noch was kleineres? Nee. Die Halle ist zu groß, ich kriege ja nichts hin. Die kannst du nicht leisten, die Hallen. Müssen wir erstmal hier irgendwo hier so hier hinstellen, hier kriegt man ja rein, das ist nicht die Deko da im Weg. Schauen wir erstmal hier hin. So. So, Preisliste war hier. Wir haben jetzt geladen Hafer. Goldcrest Valley bietet den besten Preis. Markierung setzen. Warte. Hier können wir Zug mieten. Also müssen wir Getreidesilo West ist unser Ziel. Markierung setzen. So. Das sehe ich von uns aus. Wenn wir so einen Zug mieten, bringt mir aber nichts. Die Hauptstraße, dann die. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, wo wir hin wollen. Das Minimap in diese Richtung. Also mal, lohnt sich das überhaupt? Kostet merkt mal. Zugmieten kostet einen Haufen. Hier haben wir 600. Wo das ist. Wo ist denn das jetzt? Quet. Schieß mich tot, das ist da unten. Da sind wir dann gleich die hier vorne runter. Die Größe passt doch. Also auf. Oh gut, umso schneller du fährst und so weiter, sollst du aus der Minimap raus. Ist auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Und hier gucken wir mal immer wieder mal am Rand, ob da irgendwelche bunten Figuren gucken, stehen. Ich zoome das extra dafür noch ein Stückchen näher ran. Weil die haben stehen in den unscheinbarsten Orten. In solchen Ecken stehen die gar nicht mehr rum hier.
Wollen wir einen kleinen mal einen Rundgang machen, vielleicht entdeckt man so Figürchen wie ich meine. Ich meine, da schon ein bisschen länger spielt, wird es auch wissen. Ob hier war das erste irgendwo. Das erste damals irgendwo gefunden gehabt. So, schütten wir erstmal ab. Viel war es nicht, braucht 1000. Hier gehen wir mal eine Runde rumgucken. Da ist nämlich das erste schon. Mir war das so, es kam mir so bekannt vor. Hier ist das Tierchen. Das sind wir noch nicht ran, weit ran genug. Okay. Da haben wir es. Aufsammeln. So, und sind noch 9 weitere Pferde versteckt. Zack. Und hier wird jetzt keins mal irgendwo rumliegen, aber sind da die Tiere, die ich meinte, die da irgendwo rumliegen. Wir können aber trotzdem mal gucken. Man weiß ja nie, wo sowas noch rumtümpelt. Und haben wir gerade noch eins versteckt, wo wir denken, hier haben wir eins versteckt, hier gucken sie sowieso nie nach. Wir haben ja Zeit. Müssen ja nicht hetzen. Haben sie nicht drüber irgendwie die Kolli so ulkig hochgezogen? Jetzt ohne Weiler, okay. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay. Da können wir nicht weiter gucken. So, haben wir schon mal eins von den Tierchen. So, geht's zurück zum Hof, würde ich sagen. Dann sehen wir weiter. Ich überhaupt nicht. Nö. Und macht nichts. Wir folgen der Straße einfach. Ja. Hier hoch, pumpen wir das schon was? Ja. Hier vorne hoch, ich glaube, der rauskommt, der Weise. Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang unbedingt, aber macht nichts. Und hier. Die Tischlerei auch nicht schlecht. Da will ich mal M drücken. Da hoch müssen wir, da reingefahren ist, müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Wir müssen mal gucken, was das hier ist. Eine Neugierde. Oh, begeistert. Hier, ja. Da haben wir noch was entdeckt. Mir war doch so, in so einer Brücke hat ja auch jemand was gefunden. F1. So, aufsammeln. Davon gibt es auch noch 9 Schweine. Oh, es kriegt 1000 pro Sammelstück dazu. Das ist ja geil. Man kriegt 1000 pro Sammelstück.
Und gucken, was wir noch so entdecken am Straßenrand und überall. Das finde ich aber ein witziges Gimmick hier, was sie gemacht haben. Dass du hier und da sowas sammeln kannst. Ich glaube, unser Hof liegt hier vorne. So, also die sagen drüber Kobern. Als nächstes. Wie ist es ja nicht vom Feld her? Gut, es wäre wahrscheinlich noch mehr rausgekommen, aber da war A Unkraut drauf und welche Sachen. Unkraut, was war voll gedüngt war. Und bis halb gedüngt war es auch. Das sind ja super Sachen. Die da ein bisschen. Das nicht ganz so einfach machen. So, stopp. Gut, kann man das irgendwie abdecken oder ist das so? Lichtschalten? Wenn du das Licht erschalten kannst, hier. Aber abdecken war nichts. Ich bin ja gespannt, dass wir jetzt einen Stein wieder hochwühlen. Und dann muss ich mal gucken, wo der Stein so kleinerer ist hier. So, weit so gut. Und wir sind schon durch mit Stein. Doch sind es kleine Sachen an Steinen, aber ich werde sie trotzdem schon einsammeln. So, und ihr habt gerade gehört, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.